Hallo Leute, und da sind wir zurück bei Darksiders 2 natürlich. Die tote native Edition. Schauen wir mal, was dieser Hebel hier macht. Anscheinend gar nichts. Dann wollen wir doch noch mal ein wenig mit unserem Riesen hier rumrollen. Wir sehen, da ist irgendwas. Und... lass dich nicht zerquetschen, Reiter. Okay, das funktioniert nicht. Wollen wir mal schauen, was passiert, wenn wir da oben die Scheiße wegballern. Komm her jetzt, Hündchen. Bam. Nach dir. Bin unterwegs. Ah, Gegner. Menno, ich will den treffen. Okay. Tja, wir haben da einen Schlüssel. Jetzt müssen wir erstmal ein Rätsel lösen. Ich glaube, ich habe den Schlüssel schon gefunden. Ah, steig ab, steig ab. Ich habe da was gesehen. Okay. Jetzt sind wir unten. Jetzt müssen wir natürlich wieder gucken, wie wir da hochkommen. Was für eine riesig geile Anlage hier. Ich habe den Weg hochgefunden. Ich würde mir beim Versuch den Hals brechen. Das glaube ich dir. Tja, jetzt müssen wir uns erstmal angucken, was es hier alles so gibt. Oh, ich sehe da hinten. Was ist denn hier los? Können wir mit dem Koloss da hochrollen? Ich vermute nicht, ich vermute nicht. Kahn, weg da. Ah, doch. Oh, es hat wahrscheinlich keinen Effekt. Yep, es hat keinen Effekt. Dann wollen wir doch erstmal ein bisschen rumschauen. Also, wir haben einen Hebel. Und ich will mal gucken, ob das da irgendwie rüber geht. Ich warte hier. Du gehst weiter. Ja, ja, ja. Mal gucken, was da oben ist. Und hoch da. Und hoch da. So, wie war das? RT, ne? Perfekt. Und rüber. So, jetzt ist es wirklich mal gut, dass ich die Anzeige habe, wie viel Gigabyte wir schon aufnehmen. Denn ich habe gerade nur noch, 110 Gigabyte frei auf der Festplatte. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nur eine Folge oder zwei aufnehmen können heute. Und ich habe ja schon Monster Hunter aufgenommen. So, jetzt gucken wir uns erst einmal hier um. Warum können wir hier lang? Okay. Scheiße, ist das groß, das Gebiet. Ah, oh. So, jetzt sind wir natürlich abgelenkt worden von einer Fährmannsmünze. Gucken wir nochmal, was da oben ist. Ach so, damit kommen wir hier drauf. Was ich begrüße, weil er eine Kiste ist. Oh, hallo. Matsch. Und fertig. Okay, die Kiste haben wir schon mal.
Jetzt müssen wir schauen, dass wir weiter hochkommen wahrscheinlich. Die Brücke ist kaputt. Das heißt, wir können wahrscheinlich... Ich glaube, ich hab's. Wir können hier hoch. So versteckt am Rand. Und hoch da. Was? Du springst mich an, du Kackvieh. Ich habe einen Schalter gefunden. Komm, Schalter, was machst du? Okay, das Wasser ist jetzt höher. Okay, und das Ding fließt wieder. Das ist sehr, sehr gut. Glaube ich. Ah. Ah. Wir bringen so langsam die Gießerei wieder in Gang. Okay. Und... Da können wir wieder zurück. So. Also, wir sind jetzt wieder hier. Und wir können jetzt wahrscheinlich... Ach, ich weiß es nicht. Und... Splash. Bringt wahrscheinlich nicht viel. Wir kamen doch hier irgendwo wieder hoch, ne? Okay, perfekt. Hallo Khan, da sind wir wieder. Ich wüsste zu gern. Lass dich dort nicht platt machen, ja? Jetzt sag bloß, wir müssen das arme kleine Ding zerstören. Aha. Interessant. Schon in Ordnung. Ich hab dich. Super. Und was zur Hölle? Ja, jetzt haben wir den Schlüssel, aber wieso? Da hätte uns Karl doch auch gleich hochwerfen können. Warum haben wir das Ding jetzt kaputt gemacht? Was sollen wir damit? Tja. Ah ja. Okay. Ach, wir gehen erstmal gucken, was das da bringt. Kaputt. Sieht ja doch nach einem Kampf aus, oder? Was haben wir denn da? Ah! Wo ist es? Ach, da! Sie sind reif für eine Prügelei. Total. Ich reiß dich in Stücke. Hallo Khan, das Ding ist schon tot. Okay, ich sehe jetzt auf jeden Fall, die Kugel muss irgendwie hier hinten rein in den Raum. Und ich glaube, das sollte ja nicht das Problem werden. Die einfach fröhlich durch die Tür zu schieben. Diese Kugeln sind aber irgendwie unzerstörbar, oder? Hallo, nimm's doch.
wie Kahn so treu doof hinterher dackelt. Oh. Ha, fast getroffen. Oh, ein Zorntrank. Warum halt stehen übersehen? So. Plöpp. Und schön. Können wir hoch? Schau, Kahn, das kriegst du nicht hin. Ach, okay, hier sind wir jetzt. Ach, okay, da ist der nächste Herzstein. Alles klar. Ein paar Münzen mitnehmen, denn wir wollen uns ja auch bereichern. So, Kahn, komm her. Fang das komische Ding. Und zack, zack, zack. Keine Sorge, Reiter. Ich mach das. Okay, da haben wir den nächsten Herzstein, Teil 2. Aber ich vermute, wir dürfen jetzt wieder kämpfen. Komm, Kahn, bevor jemand kommt. Mhm. Was? Unmöglich. Doch möglich. Wir müssen nur den alten verbrauchen. Juhu. Sind wir schon zurück? Okay. Soll was bedeuten jetzt? Wie das... Wie... Was? Hä? Warte mal. Auf jeden Fall können wir jetzt hier hin. Aber... Ich verstehe es noch nicht ganz. Ach doch, jetzt verstehe ich. Alles klar. Hier haben wir ja so lange rumgetümpelt. Dabei war es eigentlich ganz easy. Hallo. Tod. Ich kann mich da nicht festhalten, weil du so komisch dran gesprungen bist. Ja, alles klar. Tut mir leid, sorry, mein Fehler. Und hopp. Bitteschön. Bitte passieren. Viel Spaß damit. Tja, wir gehen den normalen Weg zurück. Denn er kann nicht mal eben kurz den Stein beiseite legen und die Türe festhalten. Nein. So. Da wären wir nun. Von Herz zu Stein fließt das Lebensblut. Wie alt Kahn wohl ist? Da, bitte. Okay, sehr schön. Und jetzt kannst du nur in eine Richtung weitergehen. Asche, was siehst du? Hier. Bam. Wo können wir die Kreation denn jetzt gerade gebrauchen? Ach so, er will uns rüberwerfen. Okay, so wie es ausschaut, müssen wir hier erstmal die Türe aufmachen, damit wir mit der Kreation hier reinkommen, um hier alles niederzumetzeln. Ja, das erklärt so einiges. Aus dem Weg, Kahn. Und wusch. Auf der anderen Seite aber auch noch. Einfach nur aus Prinzip. Weil Asche dahin fliegt. So, ich glaube, das war's. Was? Oh.
Mach alles kaputt hier. Ein bisschen Aggressionsbewältigung. Höher komme ich auch gar nicht. Mal gucken, kann ich das noch erreichen? Okay. Und den Scheiß hier noch zu hauen. Und den Scheiß hier noch zu hauen. Irgendwie muss es hier weitergehen. Und das werden wir jetzt gleich sehen, wenn ich hier alles kaputt geholzt habe. Ich glaube, wir... Alles kaputt machen ist die beste Option. Echt nicht? Okay, alles klar. Ach, da unten ist ein Stein-Dings-Bla und so weiter. Okay, nee. Da müssen wir jetzt lang. Und gucken, dass wir den Stein da oben rausziehen. Zack. Okay. Ah ja. Interessant. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Easy, ist das, war's das schon? Haben wir jetzt den Stein? Echt? Hallo, Erschaffer. Ah ja. Hups. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, das hätte ich dir auch sagen können. Oh. Meinst du? Verdorbener Aufseher. Bam. Ah, ich liebe es einfach. Was machst du? Bist du doof? Sehr schön. Gleich ist er hinüber. Entschuldigung, armer Aufseher. So, wir haben aber neue Sachen bekommen. Alter, wie viel Scheiß wir haben. Noch eine besessene Sense. Können wir die dann irgendwie umsortieren? Anscheinend können wir die nicht sortieren. Besessener Hammer. Können wir auch bald wieder verbessern. Wir haben so viele besessene Waffen. So ein Scheiß. Die ist wirklich viel besser. Crit-Schaden, Magieschaden. Erfahrung, Widerstand. Naja, vielleicht lassen wir die alte noch ein bisschen an. Ich meine, ihr seht ja, es läuft ja recht gut. So. Nein, wir lassen das so, wie es ist. So, Kahn, wir gehen zurück. Hüpf, hüpf, hüpf. Nach dir. Schon unterwegs. Aber liebe Leute, was da draußen geschieht mit dem letzten Herzstein, das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge, denn hier heißt es erst einmal wieder auf Wiedersehen bis morgen und so weiter. Aber vorab möchte ich natürlich mich bedanken. Wie immer, ihr seid klasse. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Darksiders kriegt leider nicht so viel Aufmerksamkeit wie halt Monster Hunter. Aber okay, kann ich auch verstehen. Darksiders ist ein altes Game. Neu aufgesetzt. Die Leute haben es gespielt. Die gucken da nicht mehr rein. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr euch her verirrt habt, danke euch, danke euch, danke euch. Und nun aber, bis dann. Ciao, Leute.